Thank you.
감사할 무가는 Let's go!
Meine Damen und Herren, Sieger durch technische K.O. Sami Fahamba aus Genève! Machen Lärm, machen Lärm, machen Lärm! Und natürlich großer Respekt für den Roman Lennerach. Super Kraft, schöne Kraft, meine Damen und Herren. Riesengroßer Applaus, Dankeschön. Thank you.
Thank you.
Gewinnerin ist Alin Seibert. Thank you.
Okay, okay. Meine Damen und Herren, es wird spannend, es wird spannend. Es ist unentschieden worden. Riesen, großer Applaus für beide Kämpfer. Riesen, großer Applaus, riesen, großer Applaus. Yeah.
Thank you.
und der Gewinner von dem Kampf ist der Hakim Ba. Great fight, guys. Thank you.
Ich weiß.
Thank you.
Und jetzt haben wir noch was, etwas aus der asiatischen Kampfkunst. Vielleicht kennen wir Wing Chun, wir sind ein Spezialist hier. Der macht das sehr selten. Ich glaube, wir müssen das Licht noch ein bisschen dimmen, dass alles parat ist. Es kommt eine spezielle Lage für euch. Meine Damen und Herren, macht einen riesengroßen Applaus für unseren Wing Chun Meister. Ist er parat? Ist er parat? Ist er ready? Okay, macht einen riesengroßen Applaus für unseren Wing Chun. Oh,
everybody was kung fu. Wir müssen ein bisschen Zeit durchschlagen, weil jetzt wird es ernst. Jetzt kommen wir zum Main Fight vom heutigen Abend. Er ist der Grund, warum viele da sind. Er kämpft 29-0. Natürlich macht mich stolz, dass er ein Landsmann von mir ist. Wir kommen bald zum Hauptkampf vom heutigen Abend, meine Damen und Herren. Händler, sind ihr bereit? Sind ihr bereit für den Dani Rodriguez? Macht mal Lärm!
Muss ich graben? Okay. Dann gab ich alles gut noch das offizielle Resultat ankünden. Also, gewonnen durch K.O. Dani Rodriguez! So, also vorerst mal, ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben. Und nicht nur denen, die... Oh, lass mich ausreden, Mann. Also, erstmal Applaus am Gegner, weil der Gegner ist heute eingesprungen. Wir haben riesige Geschichten gehabt, um einen Gegner zu finden, dass er überhaupt gekommen ist. Er kannte Dani und viel haben einen Rückzug gemacht, was gehört, dass Dani Rodriguez der Gegner ist. Also, es ist schwierig, sie zu finden überhaupt. Also, die Gala wäre fast ohne Dani Rodriguez, hätte fast ohne Dani Rodriguez stattgefunden. So, jetzt noch etwas anderes. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich, die mitgeholfen haben. Und nicht nur das, sondern auch noch den Leuten, die wir geholfen haben in diesem Jahr. Es war ein schwieriges Jahr. Da hat es die Leute, die da präsent sind, wo wir wirklich geholfen haben, was Jim quasi gerettet haben. Er heißt Jubi. Ja? Wir haben wirklich viel Unterstützung bekommen, finanzielle Unterstützung, auch Schusshilfe. Es ist eine harte Zeit, die Corona-Zeit. Und ja, grossen Dank, wirklich. Danke allen, die wir geholfen haben. Und heute gibt es etwas Spezielles. Der Dani hat seinen 30 zu 0, also hat 30 Sieg, 0 Niederlagen. Da gibt es heute eine Aktion und er wird tätowiert. Vom Gerold Zink. Ah. MC Hero. Sektion Zürich. Wie von Gerold Zink. Ah. Let's go.
etwas sagen? Eva! Also, Hey Jungs, lasst uns ausreden. Ich muss da. Der Nepa hat mir enorm geholfen in dieser Gala. Er ist der, wo Gegner gefunden hat, der gesucht hat. Er hat mir so viel Arbeit abgenommen. Und der Fabian auch. Und der Fabian ist. Das feine Essen, das wir heute gegessen haben, hat er aufgetrieben, hat einen riesen Job gemacht. Ja. Und der Daniel, das lief so toll. Sehr geil, das ist schön. Ja. So, okay, also. 9 Jahre, ja? 9 Jahre Dado-Gym, 30 Kampf, 30 Sieg. Schön. So, also. Der Event ist fertig. Aber, wir bleiben noch da. Betrieb ist. Aber wir können weiter Party machen. Aber lasst uns nicht bleiben. Danke allen. Schönen Abend, feiern gut weiter.